Maschinengewehr wäre natürlich nicer, ne? Das stimmt schon. Wir haben ja das gekriegt vorhin. Okay, aber... Ich habe hier nur Pistole und Messer zur Auswahl. Ja, genau. Ja, neben den Motorrädern lag ja das Maschinengewehr, das meinte ich. Ah, okay. Gottes Willen, wie fahre ich denn, ne? Naja. Üben wir aber nochmal. Können wir ein bisschen quer fahren hier? Und wenn ich hier gegen Baum fahre. Das ist eine Nebenmission. Ah, cool. Ich fahre mal durch den Wald. Kommen wir in deine Richtung. Oh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Aua! Ah. Jetzt hat das Vieh mich erwischt. Ich muss mal nur respawnen. Jetzt habe ich kein Motorrad mehr. Naja, macht ja auch nichts. So. Ich komme in deine Richtung. Ach nee, warte mal. Das Motorrad wird angezeigt. Da kann ich hinlaufen. Mich die Nebenmission mitmachen. Ja. Der hat das echt hier an der Mauer abgelegt, denn das ist hier immer noch, oder wie? Ist ja geil. Okay. Nice shot. You hear that, Aubrey? He's a gentleman. Gut. Ah, Mann. In der Nähe, oder? Ja, ich bin gerade im Maisfeld und versuche hier irgendwie rauszukommen. Warte mal, ich fahre mal rückwärts. So mal ein Stück vorwärts. Jetzt mal rückwärts. Ich habe das Problem, ich habe hier nämlich so eine blöde Mauer. Ich weiß nicht, wie ich an der Mauer vorbeikomme. Ah, ich fahre mal kurz hier lang. Ah, hier ist die Straße, alles klar. So, ich komme mal in deine Richtung. Bremsen ist zurück, ne? Mhm. Mit Bremsen, sag ich mal, wenn man bremst. Ah, jetzt bin ich abgestiegen hier. Ah, ich muss mich gerade mal um zwei Vampire kümmern. Das ist so nervig. So, jetzt komme ich mal in deine Richtung. Ja. Bis dahin habe ich die Horden alle schon weggemacht. Das glaube ich auch. Ist schon krass. Oh. Ja, da wäre die. Also fürs Motorrad wäre wahrscheinlich die Steuerung mit Joypad besser irgendwie. Ja. Ah, ich bin gleich bei dir. Ja, gut. Noch 500 Meter oder so. Ja, mal gucken, was wir bekommen in der Nebenmission. Ja, bin ich auch gespannt. Ist das hier irgendein Waffengadget? Gesundheit ist voll. Alter. Es gibt auch Schrotmunition schon hier. Mhm. Ah, alles klar. Das haben wir geschafft. Thanks for your help, friend. Sure was lucky that you came along. You're welcome, ma'am. So, what are two all-American girls doing shooting aliens in the French countryside? Well, Aubrey's from around these parts, actually. After Lexington, she said, let's go somewhere nice, drink some wine, shoot some aliens, have some quiche. Who can say no to that? Right? Anyhow, I gotta get Aubrey back to the hideout. Hey, you want her rifle? Her arm's all shot up. Won't be oh, ja, mal her damit. Sure, ma'am. That sounds great. And good luck. Same to you, sweetheart. Sehr gut. Oh
Okay, naja. Ist ja mal Geschmackssache so mit der Waffe, ne? Aber. Ja. Ja. Aber doch, wenn die trifft, dann trifft die, also. Leck mich fett, ey. Das gibt's doch gar nicht. Schön treffen. Ich bin zwar nicht der beste Sniper-Schütze, aber auf jeden Fall ein paar wieder verpasst. Moped, oder? Ja, würde ich sagen. Moped fahren, geil. Ja. Ziel 906. Ah. Ah, jetzt fahre ich hier runter, ey, ich Schlumpf. Ah, ich hab's. Ah, ich muss die. Ich muss es irgendwie schaffen, dass ich lenke und die Ansicht auch vernünftig habe. Mit dem Weg Sinn hat so 100. Ah, okay. Hier durchfahre, das müsste auch gehen. Kleine Abkürzung. Ja, gibt ja keine Strafpunkte dafür. Das stimmt. Aber sonst kann man auch die Third Person an sich zum Fahren nehmen, ne? Genau, mit H oder so, ne? Ja. Ein kleines Update, noch ein paar Meter weiter. Ditch the bike. Bye, baby. I'll miss you. Ach, schon wieder. Hinterher, hier ist eine Schrotflinte. Hast du sie diesmal mitgenommen? Ja, warte mal. Jo, ich hab sie. Oder? Ja. Hier hinten war, ne? Eine. Warte mal. Direkt hier, wo ich stehe, war eine, dann hast du sie wahrscheinlich eingesammelt. Ja, ich muss. Also die quasi nicht die doppelläufige, sondern die einfache. Mhm. Pumpgun. Warte mal, Präzision, Messer. Ja. Das ist der Pumpgun, ja? Ja. Scheiße, ey. Komm da angelaufen, ja, das gibt's ja gar nicht. Ein bisschen was einsammeln. Oh, hier gibt's einen Geheimgang. Oh, sehr gut. Mit Gadget, hier. Leben, sehr nice. Ja, die haben wir gleich. Wo ist die denn? Warum da aus? Jo, sehr geil. Die ist auf jeden Fall weg. Jo. Jetzt gehen wir erstmal eine Runde Mais ernten. Okay. Haben wir eigentlich unser Motorrad? Können wir nicht nehmen? Wir müssen laufen, ne? Genau. Oh oh, wir kommen aus den Feldern. Scheiße. Ja, aber. Fett. Ja. Einer hat mich leicht erwischt, aber es geht noch. Alles noch im Rahmen. Sam, Kenny, that you? Damn radio. Might as well be carrying. Alter, ich hab das Gefühl, zwischen Laufen und Motorradfahren ist gar kein Unterschied. Der Geschwindigkeit, ja. Scheiße, jetzt kommen die von da auch noch. Ja,
Alter. Es sind ja wieder Horden, ey. Von allen Seiten jetzt. Okay, Energie geht noch. Ist bei 168. Auch platt. Easy. Oh, da hinten ist so ein fetter. Ja, da war ein fetter. Jo. Fetter Gegner. Die Sniper hat echt Power. Ausrüstung aktivieren. Also man kann sogar zwei Sniper tragen. Okay. Christian. Sag mal. Alter. Wie willst du da gucken? Mit beiden Augen durch, oder? Ja, wahrscheinlich. Kannst du mal drücken mit beiden. Was? Haben sich ja mal richtig was Innovatives einfallen lassen. Ja. Total. Gab's noch nie vorher. Ja, mit zwei Sniper habe ich noch nie gesehen. Das stimmt. Aber ich glaube, in den anderen Serious Sams ging das ja auch schon mit beiden Händen. Ja. Ist aber auch die Gatling wieder an. Ja, die vermisse ich auch. Wenn nicht sogar mal einen Flammenwerfer oder so? Flammenwerfer hatten wir leider noch nie, aber das wäre auch geil. Ja. Boah, diese Viecher, ey. Ja, den haben wir auch. Sehr gut. Ich treffe den einen Typen hier nicht. Sehr gut. Jawohl, jawohl, ja. Alle weg. Haben wir das Feld erstmal gedüngt. Ja. Da wachsen jetzt schöne Kartoffeln. Bombenwetter hier. So, zack, der ist auch weg. Alter, wenn die angreifen, sind schon hardcore, ne? Wenn da so 10 Stück ankommen. Definitiv. Ich mag's, wie engagiert die sind. Ja. Oh, hier ist aber schon wieder einer, der Namaste, mon frère. Nebenmission hat oder so. Oh, ich muss mal anders hinsetzen. What? They have come from the stars to put us back in touch with the Earth. Is there like another set of alien invaders that I'm not aware of? No, they are not invaders. Look, I will show you. Oh no. Come, let us celebrate the dawn of Aquarius. Help us change ourselves so we can change the world. Take us up in your divine chariots and teach us the path of peace. Gleich wird er bestimmt explodieren. Na, der beschwört Leute rauf, die er nicht haben möchte. You might want to take cover.
Munition. Alter, die fliegen uns hier so um die Ohren hier. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Oh, ich dachte, man kann selber so ein Ding fliegen. Ja, das wäre auch nice. Also wenn man so ein Motorrad irgendwie. Mhm. Ja. Das geht doch nicht. Schießen wir daneben, ey. Ja, so. Ja, ich muss auch Schrot nehmen, weil ich sonst auch nichts treffe. Ja. Heute so schön. Komm schon. Da mal nachladen. Ah, okay. Nur einen vom Himmel geholt. Da kommt noch einer. Oh. Kommen die auf dem Boden ja auch noch. Hm. Ah ja, jetzt kommen noch mehr. Wisst ihr, wo der stehen bleibt hier? Oh, da oben fliegt immer noch einer rum. Jo, ich hab ihn. Sehr gut. Ah, I can see in your aura that you are a powerful friend of the Earth. Now, mon frère, it is time to seek out their base and bring peace. By crushing the oppressor, you must head there, to the south, as the eagle flies. But you cannot go on foot like a hobbit. You will need a mighty steed. Here, take the keys to my car. Alter, jetzt können wir mit dem Mähdrescher rumfahren. You're a terrible hippie. Das ist abgefahren. Well, you have to go with the flow, mon frère. Can you dig it? Like a grave. Oh wow, that came out really sinister. Anyway, bye hippie dude. Happy trails, mon frère. Let's see what this thing can do. Kriegst du auch einen, oder? Okay. Mit der Musik. Ich kann nicht einsteigen? Nee. Nee, dann muss ich wohl in dem Meer laufen. Ist auch okay. Okay. Dann kann ich den hier irgendwas ummähen? Bäume wird er ja nicht mähen, ne? Kommst du überhaupt hinterher? Ja, ja, ja. Können wir mal ein bisschen warten. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie drauf springen kann hinten oder sowas. Kann ja mal kurz warten. Ich glaube, hinten kann ich drauf. Ja, ich bin drauf. Okay. Jetzt Kette gehen. Ah, er fällt aber runter, okay. Ah. Oh, jetzt wird's interessant. Jetzt geht's. Naja. Auch wenn das dich nicht überfahre. Nee, ich stehe hier an der Seite. Das ist gut. Ich verschwende doch nicht Munition, wenn du so ein schönes Gerät hast. Ja, ich muss hier erstmal. Ei. Ich kann snipern irgendwie. Das geht auch ab. Braucht glaube ich gar keine große Energieanzeige oder so. Ach, ich kann sogar noch schießen. Wenn die jetzt hier irgendwie am Truck sind oder so. Ja, am Truck, am E-Drescher, Mann. Ich manuell auch noch schießen.
Problem ist, die Dinger sind hier nicht so wendig. Ja. Aber es sieht schon sehr witzig aus. Ja, die Musik ist das Beste, Arno. Ja. So. Ja, einsteigen hier. Willst du mal fahren? Nee, kannst ruhig. Also ja, mach mal. Okay. Du steckst jetzt fest, oder? Ja, okay. Alter, jetzt stecke ich im Mähdrescher fest. Ja, abgefahren, echt. So, dann wollen wir mal weiter. Mal schön englischen Rasen da. Ja. Lass aus, die sind da herrennen. So. Die hängen auch an der Scheibe und versuchen mich hier zu killen. Jetzt haben wir gewendet, das lohnt sich. Ja, das habe ich. Ja. Hinter dir ist noch ein ganz großer hier. Ah, der ist weg. Oha, darf ich nicht überfahren hier, aber. Ja, ich glaube, du kannst mir nichts, ne? Ganz ruhig. Oh, jetzt kommen diese Bombentypen. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, da reinzufahren. Stimmt. Bestimmt, ich glaube, der Trecker dampft schon ein bisschen. Ich glaube, der ist schon ein bisschen beschädigt. Ja. Mal gucken, dass ich auch ich hoffe, dass ich das Ziel erreiche. Ja, man kann es bestimmt auch ohne mit Trecker erreichen. Ich kann ja hau hier eine fette Schneise durch den Wald. So kommen auch schneller ans Ziel. Oh, respawn. Macht ja nichts. Oh, ist der Tracker explodiert? Ja. Oh ja, hier sehe ich ihn ja. Oh, der ist richtig zerfetzt worden. So, müssen wir die Horden mal wieder überwinden hier. Die springen immer so mies an einem vorbei und kratzen einen dann. Ja. Hat die ganz gut was gedroppt hier an Energie. Mhm. Und Munition auch ein bisschen. Ja. Da geht's zur Hauptmission, sehr gut. Ja, da hinten rechts gibt's aber auch was. Ich geh da noch mal gucken. Mhm. Wahrscheinlich wieder eine Falle. Ah, ich komm mal zu dir. Ah, hier ist eine Nebenmission. Ah, sehr gut. Dann mach mal die doch mal. Ja, es lohnt sich echt doch mal ein bisschen genauer zu gucken, ne? Ja, und jetzt habe ich gesehen, da steht auch, was man als Belohnung kriegt.
Oh mein Gott. Leckt mich fett. Kannst du aber leise sagen. Mann, 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 ey. Das ist wieder viel schön. Eine eigene Drohne. Ja. Alter, krass, der eine Typ eben, der hat mich angesprungen und... Noch einer, ne. Noch mehr, sehr gut. Wow. Alter. Sie mal kratzen müssen, ey, es geht mir auch um den Sack. Allerdings. Kriegen wir nochmal ein bisschen Energie. Jo, hier haben wir. Aber sehen auch echt geil aus. Ja. So. Wie aus Rüsselsheim. Ja. Auf jeden Fall. Oh, nicht die schon wieder, ey. Ja, die macht so. Die mal mit ihren Tonnen werfen, ey. Boah, jetzt noch. Kommen die anderen, die Knochenviecher auch noch an. Ja, und Vampire. Das geht ganz schön ab hier. Ja, ich muss mich immer einmal um meine eigene Achse drehen, damit ich die überhaupt sehe. Aber du musst ja eigentlich nur den Schweif verfolgen, ne? Ja, aber irgendwie sehe ich den nicht immer, wo der lang geht. Ja. So, haben wir nicht. Energie gedroppt. Jo, lecker, lecker, lecker. Da kommt hier noch einer, der ist ach, der ganz große, ja. Arbeitsteilung. Einer schießt an und der andere vollendet. Genau. So richtig nice. Bin ich schmieden. Jetzt gibt's wieder schöne Sachen. Hey. I should get one of these. Human of Earth, you are filthy and unauthorized. Surrender immediately. What?
Am I under arrest? Yes! Yes, you are! But officer, you don't even have a gun. That is irrelevant. You must surrender now, barbaric ape. Really? Because I was thinking I could reprogram you and then also grab one of those combat drones and use it against mental. Well, shit. Als Roboter hätte ich nicht so eine große Fresse, wenn ich noch nicht mal eine Knarre hätte. Ja. Sex symbol? Betcha. Hacker genius? Why the hell not? Das Video hat bei mir geruckelt irgendwie. Ja, bei mir auch eben. Ich glaube, da sind auch noch so ein paar Bugs drin irgendwie. Auf dem Hack Drones habe ich jetzt. Jetzt ruckelt es auch wieder so ein bisschen bei mir. Ja. Seltsam. Ah. Ja, das war's. Ne? Haben wir jetzt die Drohnen? Mhm. Na gut. Kämpfen die dann einfach für uns, oder? Weiß ich gar nicht. Kann ich die auswählen? Ja. Ich kann mal eine festhalten. Oh ja, die scheinen dann wahrscheinlich für uns zu kämpfen. Na gut. Dann können wir los. Okay, prima. Weiß nur nicht, wo lang. Wir müssten wieder zum Hauptziel irgendwie, ne? Oder? Ja, ich sehe es gar nicht. Siehst du das? Nee, wird bei mir auch nicht angezeigt. Vermute mal, wenn wir hier raus sind. Ist hier noch irgendwas? Ne. Na gut. Ja, die Hauptmission wird wirklich nicht angezeigt. Nee. Wie konnte man sich das anzeigen lassen? Mit welcher Taste? Oh, da fragst du mich, warte mal. Ach, hat sie gerade erledigt. Oh ja, ich schmeiß auch nochmal eine Drohne. Ja gut, dass sie für uns kämpfen, die Drohnen. Hab ich nicht. Oh, aber die explodieren auch ganz schön schnell. Sir, what's that sound? It's Rickillian Marsh Hoppers. Lots of them. They're oh, I love frogs. I'm so sorry. I'm really sorry. Dann müsste das ja irgendwie das Missionsziel mal anzeigen, ne? Ja, eigentlich schon. Sind wir reingekommen, oder? Kann das sein? Ja. Hier gibt's noch einen Haufen Munition. Sind wir hier reingekommen? Nee. Ah! Ah, es geht weiter. Ja. Eines für den Weg. Ja. Oder wollen wir erstmal ein Päuschen machen und dann vielleicht morgen oder nachher nochmal? Ja, können wir machen. Ja. Ich muss auf jeden Fall noch einkaufen. Nö, ist kein Thema. Morgen würde auch reichen, glaube ich. Dann kann ich da ja nochmal ein Singleplay aufnehmen, irgendwie für YouTube und dann. Ja. Sehr gut. Ja. Dann warten wir nochmal kurz, bis er geladen hat und dann. Genau, gucken wir uns noch das Intro an. Alter, aber schon nice, ne? Macht zu zweit richtig Bock, ey. Ja, finde ich auch. Ja, ist echt geil. Ach, der Markus wieder, ne? Echt? Wieder hängt er da bei 75%. Ja, mit seinem C64. Echt? Ach, übrigens, bei meinem Handy steht, ich habe eine High Performance Helio G90T mit Liquid Cooling System. Okay. Alter. Auch nicht schlecht. So. Ja, das ist. Wollen wir das Ziel noch machen oder wollen wir jetzt. Ich würde sagen, es reicht. Weil reicht, dann, ne? Dann speichert der das eh nicht ab.
Nee, stimmt. Jo, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn wir mal einen Stream und so beenden. Ne?